Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich gemeinsam mit euch den FIFA 17 Packlitch aufarbeiten. Es gibt ja viele verschiedene Meinungen über den Packlitch. Die einen sagen, man braucht diese Farben, die anderen sagen, man braucht die anderen Farben. Dann sagen ganz, ganz viele, dass das nur mit Points geht. Dann sagen wieder andere, dass das nur mit den 45k Packs geht und so weiter und so fort. Und ich werde euch einfach mal versuchen, für euch das Ganze heute mal zusammenzufassen und am Ende eben ein Fazit zu ziehen, ob der Packlitch funktioniert oder eben nicht. Und wir beginnen mit den Leuten, durch die ich es überhaupt erfahren habe, denn mir haben einfach Leute im Stream reingeschrieben, yo, bei TC Schubech gibt es gerade einen Pack-Glitch und die ziehen richtig gute Spieler und da möchte ich mit euch jetzt einfach ein paar gute Packs ansehen. Also hier haben wir direkt das erste Pack am Start und ich würde sagen, wir drücken direkt mal auf Play. Oh, da ist viel Blau und Lila drin. Da ist viel Blau und Lila. Also viel Blau und Lila und es ist tatsächlich ein Walkout. Das ist halt das Heftige und es ist dann tatsächlich auch noch ein Inform-Walkout. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt einfach nur Luck ist oder halt wirklich dieser Pack-Glitch. Aber Tatsache ist, TC Schubech hat Isco Inform in diesem Pack gehabt. Man kann jetzt sagen, was man will, aber wie gesagt, Tatsache ist, sie haben einen guten Spieler in diesem Pack bekommen und sie haben auch vorhin das Ganze probiert zu analysieren. Die Packs haben sie immer wieder aktualisiert. Ich habe mir das Ganze nämlich ganz angesehen. Also sie haben das Ganze einfach immer wieder aktualisiert und so weiter und so fort, bis dann eben dieses Pack gekommen ist. Und da haben sie dann eben auch gesagt, dass irgendwie dunkelblau und viel lila drinnen war. Ich mache das Ganze jetzt noch ein bisschen größer. Es ist zwar schon HD, aber man erkennt da anscheinend trotzdem nicht wirklich viel. 1080 können wir noch gehen. Aber hier ist anscheinend viel lila und viel blau drinnen und deswegen öffnet sie das Pack dann auch und das heißt angeblich, dass bei dunkelblauen und lilanen Farben eher bessere Packs kommen. Ob das Ganze jetzt nur Zufall war oder nicht, das weiß natürlich nur EA selbst. So, das heißt also, bei TC Schubech hat das Ganze so halbwegs funktioniert. Die haben das ja auch im Stream gemacht und da hat das dann auch wirklich ganz gut funktioniert und von dem her hat das anscheinend am Anfang, wo TC Schubech das gemacht hat, noch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Quelle und das ist der CBT. Grüße gehen natürlich raus an dich, falls du das Video siehst. Die ganzen Quellen sind natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann möchte ich euch jetzt einfach mal kurz das Video zusammenfassen. Der CBT probiert hier einfach den Pack-Glitch aus und er hat einfach mal gar kein Glück. Also bei ihm ist es einfach mal überhaupt nicht aufgegangen. Er hat das ja auch schon in einem anderen Video ausprobiert und da ist es auch nicht aufgegangen. Und von dem her bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Moment auf jeden Fall nicht mehr funktioniert mit dem ganzen Pack-Glitch. Also ja, ich werde am Ende sowieso noch ein Fazit ziehen, aber ich möchte euch da jetzt einfach mal eine wichtige Stelle aus diesem Video zeigen. Mein bester Spieler war ein 84er, Icardi, der Rest war bei 83 und drunter. Und daher kann man wirklich sagen, aus meiner Erfahrung, dass es diesen Pack-Glitch nicht gibt. Für all die, die dieselbe Erfahrung wie ich gemacht haben, schreibt Hashtag EA gönnt nicht in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, Leute, haut rein, bis... Ja, daran hat man jetzt auf jeden Fall nochmal richtig klar gehört, dass es bei ihm nicht funktioniert hat und dass es seine Meinung dann dadurch natürlich logischerweise ist, dass es den Pack-Glitch, dass es den einfach nicht gibt in FIFA 17. Und da möchte ich noch eine weitere Sache ansprechen. Und zwar habe ich selbst den Pack-Glitch auch ausprobiert. In meinen Streams haben wir das zusammen probiert, haben wir ein bisschen getestet, da haben dann auch ganz viele reingeschrieben, wie das geht, wie das nicht geht und so weiter und so fort. Da war zum Beispiel auch oft das Gerücht, dass grün und gelb nicht im Pack sein sollte, also in diesem Pack-Balken. Und die dunklen Farben, so lila, dunkelrot, dunkelblau, das sollte eher schon drinnen sein. Wir haben, glaube ich, 4 15k-Sets gezogen und es war nie was Gutes drin. Ich habe nie was Gutes gezogen, von dem her ist meine Meinung dazu einfach mal, dass es diesen Pack-Glitch gab. Ganz am Anfang denke ich mal, dass es den ja tatsächlich gab. Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass man mit diesen Balken da irgendwie was Gutes ziehen kann. Denn diese Balken verändern sich ja nicht umsonst. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja ein Fehler von EA. Und wieso sollte sich dieser Balken immer wieder ändern? Das ist doch kein Zufall. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke, dass er am Anfang einfach funktioniert hat. Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass EA das einfach gefixt hat. Das heißt, das geht einfach nicht mehr. Und deswegen, ja, sie lassen diesen Balken einfach drin. Sie könnten ja das Ganze natürlich auch updaten, dass dieser Balken weg ist. Das machen sie aber, glaube ich, ganz bewusst nicht, damit die Leute das einfach austesten und damit EA natürlich wieder ein bisschen Money reinbekommt, dadurch, dass eben so viele Leute Packs ziehen. Also meine Meinung ist kurz zusammengefasst, dass ich glaube,
glaube, dass es den Pack-Glitch kurzzeitig gab, dass es kurzzeitig gut funktioniert hat. Natürlich hat es nicht bei jedem Pack funktioniert, aber ich denke, dass es ganz gut funktioniert hat. Aber mittlerweile geht das absolut gar nicht mehr. Also probiert das wirklich nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. Also lasst die Finger davon. Ich denke mal, viele von euch haben das getestet. Viele von euch haben auch gute Spieler dabei gezogen. Das haben ja auch viele in den Stream immer reingeschrieben. Aber da denke ich einfach, dass das vielleicht auch einfach Zufall und Glück war. Denn ganz, ganz viele, also die Mehrheit auf jeden Fall, hat gemeint, dass sie nichts Gutes gezogen haben und dass der Pack-Glitch bei ihnen nicht funktioniert hat. Und ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit diesem FIFA 17 Pack-Glitch-Video. Falls euch das gefallen hat, falls ihr ja öfter wollt, dass ich solche interessanten Themen aufarbeite mit euch zusammen, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auf jeden Fall mal irgendwas Cooles in die Kommentare und dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!